Es geht los. Bist du heute ein orangener Typ? Wow. Kevin hat sich gestern Abend die Haare gefärbt. Müssen wir nochmal nachfärben. Sehr orange gerade? Nein. Ja, das war sowas von. So, wir sind jetzt da und machen jetzt als allererstes mal einen PCR-Test. Den müssen wir nämlich vorzeigen, wenn wir landen. Oh, das ging aber fix. Ja, Kevin, bei uns. Oh, das kitzelt. Und das war's schon. Istanbul angekommen. Entschuldigung. Wir sind außerhalb von Deutschland. Da ist jetzt auf, dass es mir peinlich wird, in der Öffentlichkeit zu filmen. Ich merke schon. Wo ist mein Freund? Ach da. Wir sind jetzt in Istanbul und in 2 Stunden geht unser Anschlussflieger nach Denver-Sabali. Bevor du auf Toilette kannst, möchte ich kurz allen das Beste zeigen, was Flughäfen ausmacht. Das. Ihr fliegt quasi an den Leuten vorbei. Wir müssen die gar nicht blurren, weil wir so schnell sind. Ja, das ist schon 90er blond. Also, jetzt kann ich ja mal die Geschichte erzählen. Also Leute, wir waren eben am Flughafen und Kevin hat in meiner Handykamera realisiert, dass das Blond, Aschblond, was er sich gestern Abend mit Drogeriefarbe gefärbt hat, nicht aschblond, sondern kupferorange geworden ist. Woraufhin er sich ganz doll geschämt hat und ich ihn dann geschickt habe zum Friseursalon Hairpod am Airport, wo er dann 2,5 Milliarden Stunden war und wir gerade noch unseren Flug gekriegt haben. Aber nicht deswegen. Nicht deswegen. Wir sind gerade gelandet und meine ganzen Sachen, das ganze Flugzeug geflogen. Jetzt darf ich gleich erstmal alles unter den Sitzen lassen. Na? Na? Guck mal, hier gibt's auch die. Wir sind finally angekommen und uns geht's ganz gut, ne? Ja. 4,5 Stunden geschlafen, 5 Stunden. Ich finde, das ist ziemlich stabil für einen Flug. Ich kann jetzt nicht Marathon laufen, aber ich bin fit genug. Es ist ein bisschen strange, weil wir haben sozusagen bis vor 4 Stunden geschlafen, weil sozusagen in Deutschland Nacht war. Und jetzt kommen wir aber hier an und es ist 7:30 abends. Das heißt, wieder schlafen. Eigentlich, wenn wir gleich nach Hause kommen, können wir wieder schlafen. Und ich hoffe, dass wir müde genug sind und morgen dann direkt schon ohne Jetlag starten können. Man muss sich so eine App runterladen, um reinzukommen. Aber die App sagt, ich bin nicht geimpft. Deswegen kann ich nicht rein. Das stimmt aber nicht. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich jemanden finde, den ich fragen kann. Schön sieht es aus. So, wir sind jetzt durch alle Sicherheitskontrollen durch. Das waren ganz schön viele. Und jetzt gehen wir mal nach draußen und ich schreibe Simon. Der hat nämlich gesagt, dass er uns ein Taxi bestellt, was uns direkt in unsere Unterkunft bringt. Ich finde, der aufregendste Moment ist auch immer ein bisschen aus dem Flughafen rauszukommen. Gegen diese Wand von Luftfeuchtigkeit zu rennen. Thank you. Ja. Yeah. Na, na.
So, 1 Meter losgefahren, direkt in Auto reingefahren. So laufen unsere Reisen. Ach, ach, ist eine Farbe. Ich wusste gar nicht mehr, dass hier Verkehr an, Linksverkehr ist. Ist doch, ne? Sonst würde sie ja da hier nicht sitzen. Sonst würden wir ja andersrum in den Kreisverkehr fahren auch. Ach so, ist ein Kreisverkehr. Ich blick noch gar nichts. So, wir sind in der Unterkunft. Es ist sehr, sehr schön hier. Ich wollte eigentlich euch so mit reinnehmen und die Begrüßung aufnehmen und so, aber irgendwie hat das dann alles eben nicht gepasst. Und dann haben Simon und Lisa, mit denen wir hier zusammen wohnen, uns begrüßt. Und dann haben wir so ein bisschen chillig uns zusammengesessen und geschnackt. Und dann habe ich die Kamera nicht mehr rausgeholt. Die lernt ja auch noch die Tage kennen. Und ich mache auch eine Roomtour hier, glaube ich. Ich glaube, das mache ich so in einem Video, so eine Tour, weil das ist schon krass hier. Also das ist schon... Wow, richtig schön. Ein erster Einblick von unserem Zimmer. Das war der schlechteste Einblick, den jemals jemand gegeben hat. Ich finde auch unser Zimmer sehr, sehr gemütlich. Und wir haben direkt einen kleinen Eingang von unserem Badezimmer, wo man in den Pool reinkommt. Das ist so cool. Aber das zeige ich euch alles noch. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal schlafen. Ich dusche mich jetzt über. Wir haben jetzt hier Mitternacht. Aber in Deutschland ist es erst früh abends. Ich hoffe, dass wir... pennen können, weil ich will nicht morgen, also ich will jetzt nicht irgendwie mitten in der Nacht einschlafen und dann morgen wieder erst nachmittags wach werden und so. Deswegen, auch wenn es heute nicht so gut mit dem Einschlafen klappt, würde ich mich morgen wahrscheinlich aus dem Bett quälen, einfach um in den Rhythmus reinzukommen, ne? Auf jeden Fall, ja. Und ansonsten sage ich gute Nacht. Bis bald.